Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Loud Out. Ja, nachdem das Spiel leider ein, zwei Tage nicht funktioniert hat, beziehungsweise weil die Server offline waren an dem Release Day, jetzt die verspätete Nachholfolge. Davon lassen wir uns natürlich nicht abschrecken, behindern, wie auch immer. Wir steigen direkt wieder ein. Ich wollte euch das Spiel gerne etwas näher noch kurz erklären. Hier unten seht ihr zum Beispiel, haben wir Gold zur Verfügung und ja, Forschungspunkte. Die bekommen wir hier im Lager. Die muss man sich kaufen, weil das Spiel jetzt, ihr glaubt es nicht, ich habe es mir gekauft, ungefähr 2 Stunden gespielt, dann ist der Release gekommen, dann war es free to play, das heißt, ich habe das Geld fast umsonst bezahlt und dann waren die Server auch noch 2 Tage offline. Ja, ich habe mal alles richtig gemacht, diesmal nicht. Dafür habe ich aber ein bisschen Gold hier bekommen als Dankeschön, dass ich mich hier engagiert habe für den Spielehersteller. Und von daher ist es dann wieder okay. Also hier könnt ihr also euch ein paar Sachen kaufen mit diesem Gold, weil das Spiel halt wie gesagt jetzt Free-to-Play ist und ihr Entwickler natürlich auch ein bisschen Geld verdienen wollen. Da könnt ihr euch zum Beispiel XP-Boost etc. kaufen. Okay, kommen wir in den Tech-Baum. Da hatte ich mich jetzt ein bisschen genauer mit beschäftigt. Es ist eigentlich relativ einfach. Gehen wir zum Beispiel in die Ausrüstung, also gibt es verschiedene Art von Munition, beziehungsweise mit Puls schießen, mit Strahl, Raketenwerfer, das ist hier so unterteilt. Gehen wir mal in die Ausrüstung, hier kann man sich zum Beispiel ein Turret kaufen, was ich hier gemacht habe, den stellt man dann auf und der schießt dann auf Gegner oder zum Beispiel auch ein Schutzschild oder man kann auch Handgranaten ausstatten. Ja, wenn man zum Beispiel die Handgranaten zu Tesla-Granaten upgraden will, braucht man 2700 Forschungspunkte und dann kann man das machen. Und so ist dieser ganze Baum aufgeteilt, dass man zum Beispiel beim Puls einen Sturmangriff machen kann, eine Streuung, dass der etwas weiter streut, der Schuss, oder einen Scharfschützenaufsatz draufschrauben. Das kann man ja alles hier in dem Forschungsbaum, in dem Techbaum, ja, sich anschauen, erforschen. Kommen wir ins Schließfach, hier ganz normal so quasi Statistiken, welches Level man ist, wie viel man getötet hat, Punkte pro Minute, wie viel ich getötet habe, wie oft ich gestorben bin und so weiter. Und auch ein Avatar kann man hier auch noch sich auswählen. Ich habe momentan dieses genommen, nicht mehr Gesicht, war auch kostenlos. Okay, Ausstattung machen wir, das können wir jetzt eben machen, also hier ganz klar. Da können wir uns das einfach einen auswählen und den dann lustig, ja, Körperteile verpassen, Anzüge, was auch immer. Natürlich auch wieder, wenn man hier was auswählt, mit Geld verbunden. Okay. Das wollen wir nicht speichern. Lautort machen wir gleich. Schmiedekunst hatte ich ja letztes Mal erklärt. Hier kann man seine eigene Waffe schmieden. Ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt. Also gehen wir mal rein. Es sieht immer so aus, dass wir uns auswählen können, ob das ein Gewehr ist, ein Raketenwerfer, ein Puls oder ein Strahlgewehr. Erklärt sich alles relativ von selbst. Dann kann man halt verschiedenste Sachen wählen. Zum Beispiel hier ein Aluminiumvorrat. Und dann steht hier auch immer dazu, was das heißt und was die Auswirkungen. Das hat hier in dem Fall Minus Stabilität. Oder hier einen Bioscanner zum Beispiel. Da können wir bei der Nutzung Reichweite die Gesundheit von befreundeten und verfeindeten Spielern sehen. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man ein Heal-Gewehr baut, beziehungsweise eine Heal-Waffe, wie ich das gerade gemacht habe. Das heißt, ich habe mir jetzt eine gebaut, die werde ich euch gleich zeigen, mit Strahl. Und die Schüsse geben Gesundheit. Die zeige ich euch gleich mal. Und das ist natürlich so ein Bioscanner, gar nicht schlecht, dass ich gleich von Weitem sehe, wie viel HP haben denn meine Leute noch. Das sieht man nämlich erst, wenn man schon auf ihn drauf schießt. Beziehungsweise wenn ich ihn erst heile. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Aber ich möchte es euch gerne erstmal so zeigen. Okay, wenn wir hier unsere Waffen ausgewählt haben, beziehungsweise zusammengebastelt haben, dann können wir in den Loadout gehen und hier unseren ersten Slot belegen, das heißt, mit diesem Charakter werden wir dann kämpfen. Also ich habe als erstes meine Gun gewählt, ein normales Maschinengewehr, dann meinen Raketenwerfer, den wir uns letztes Mal schon zusammengebastelt haben, und als dritte Waffe
Quatsch. Als dritte Waffe habe ich ja die Heat-Waffe und die möchte ich jetzt auch gerne mal nehmen. Ich glaube, ich nehme mal hier den... Ja doch, so sollte es gut passen. Also ich kann ein bisschen mich verteidigen. Ich bin eigentlich für die Heilung zuständig. Und hier unten als Ausrüstungsgegenstand könnte ich den Torrent, die Handgranate, das Schutzschild wählen. Ja, und da ich eigentlich für die Heilung zuständig bin und nicht unbedingt so schnell sterben will, weil die gehen ja meistens dann immer auf mich, nehme ich das Schutzschild, das schützt mich so ein bisschen. Nicht wirklich, aber ein bisschen. Ja, und hier können wir natürlich unseren Avatar wählen. Ich kann jetzt auch einen anderen nehmen. Warte, ich nehme mal die dicke Helga, hatte ich noch nie gemacht. Okay, das ist soweit zu den Einstellungen. Ins Detail möchte ich hier nicht weitergehen. Ihr könnt euch das Spiel, wie gesagt, selber auf YouTube herunterladen und dann selber mal ein bisschen erforschen. Wir gehen jetzt aber direkt in die Spielmodi rein. Also es gibt einmal gegen menschliche Gegner und wieder gegen Coop versus Bots. Das ist einfach etwas einfacher. Da kann ich euch ein bisschen mehr erklären in dem Fall. Ich muss mich nicht so sehr aufs Spiel konzentrieren, weil gegen menschliche Spieler ist schon ganz schön hart. Gerade wenn man neu im Spiel drin ist. So, da sind wir jetzt in der Lobby. Und es gibt verschiedene Modi. Hier sehen wir zum Beispiel die Karte. Das ist Gewinnung. Das heißt, in dieser Karte stehen über so Kristalle oder liegen überall Kristalle auf dem Boden. Die muss einer einsammeln. Das ist dann der Sammler. Das ist immer nur einer aus dem Team. Und muss sie zu einem Behälter hintragen. Und dann bekommt man Punkte. So wie es aussieht, wollen die das auch. Ich kann auch für diese Karte zum Beispiel oder für eine Zufallskarte voten. Aber machen wir mal Gewinnung, warum nicht, wenn die meisten dafür sind. Drücken wir auch mal direkt auf bereit. Die Brauerei, Death Snatch, das ist sowas wie, ja, alles umbringen, was geht. Dabei werden aber so kleine Fläschchen fallen gelassen. Wenn ich also einen Gegner umbringe, muss ich seine Flasche einsammeln, weil sonst kriege ich den Kill nicht für das Team. Genauso ist, wenn ich sterbe, muss der Gegner meine Flasche einsammeln. Man kann aber auch, wenn ich sehe, ein befreundeter Mitspieler ist gestorben, der lässt die Flasche fallen und ich hole die Flasche, bevor der Gegner sie holt, dann habe ich den Kill quasi denied, also hat der Gegner nichts davon. Also es ist nicht nur pur umbringen, sondern man muss auch dieses kleine Fläschchen. Und jetzt aber erstmal die Gewinnung. Gucken, ob ich gleich der Sammler bin, mal zwischendurch, mit Sicherheit. Und dann müsste ich ganz schnell die Sachen sammeln. Ich bin ja der Heiler. Versuche ich natürlich meine Gegner schon zu beschützen. Okay, weiter geht's. Mal kurz die Waffe wechseln. So, jetzt sieht er schon die Heilung auf ihn. Ich kann natürlich auch ab und zu mal schießen, wenn ich keinen heilen muss. Das ist... Da seht ihr auch die Kristalle, die auf dem Boden liegen. Ah, das ist mein Sammler, das ist unser Sammler. Den will ich natürlich beschützen. Aber ich kann natürlich gerne auch mal ein bisschen Schaden machen nebenbei. Waffe nachladen. Und das Gute ist, wenn ich ihn heile, werde ich auch geheilt dadurch. Die fette Tonne, ey. In the lead. Okay, ich werde euch gleich weiteres erklären. Momentan ist hier ziemlich viel Action. Oh, da ist der gegnerische Sammler. Oh, diese Waffe. Boah, was ist denn hier los? So viele Gegner. Leute, wo seid ihr? Boah. Ah, ich bin fast tot. Ich muss mich heilen. Schnell hier rüber. Hier ist einer. Ihr seht oben meine HP. Oben links. Füllt sich. Und da seht ihr auch das Schild, was ich ausgewählt habe. Auch dieser blaue Umrandung um meinem Charakter. Ups. Ich wollte dich heilen. Abschießen. Und ihr seht auch, wenn der Gegner grün ist, füllt sich noch so noch ein etwas dunkelgrünerer Balken darüber. Oder ein hell, doch eher ein dunklerer. Das gibt's da wohl nicht. Geht doch. Und das heißt dann, es ist so eine Art Überheilung, so ein Schutzschild. Wow, den habe ich aber nochmal gerettet.
Wo ist er? Da. Er steht da ein bisschen rum. Wir können noch mal eine geile Emote machen. Das ist quasi so ein Taunter. Zack, da habe ich ihn erwischt. Achso, ich bin der Sammler, sehe ich gerade. Oh, also hier, die Teile sammeln hier rein. Aber ich muss mich heilen unbedingt. Komm her, komm her, komm her. Boah, ich werd getroffen. Rein damit. Hier ist noch einer. Ja, das heißt, es hier schnell. Oh, nein. Schnell noch im Laufen aufnehmen. Renn, renn, renn. Hier ist Heilung. Okay, hab mich nochmal gerettet. Das nehmen wir auf. Schnell rein. Unten links seht ihr die Punkte. 900 haben wir gerade. Und der Gegner. Ach, die Bots haben schon 2100. Oh, bewegt dein Arsch. Ich hoffe, ich schaffe noch ein paar Punkte. Oh, ist natürlich klar, dass sie hier auf mich gehen, weil ich der Sammler gerade bin. Zack, rein damit. Noch ein Plutonium. Da noch eins. Ich habe noch nicht verloren. Man muss sich nur ein bisschen sputen beim Einsammeln. Ich hoffe, die Gegner beschützen mich, beziehungsweise, das heißt, die Gegner, meine Leute. Komm, hier ist so ein bisschen Heilung. Also ich hole auf, ihr seht's unten. Oh, schnell, 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 weg, 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 weg. Helft mir. Die anderen brauchen nur noch vier. Komm her, ich muss dich heilen. Oh Gott, die brauchen nur noch drei. Geht doch mal auf den gegnerischen Sammler, Leute. Das kann ich auch noch machen. Ja, zwei nur noch die Gegner. Ah. Ja, okay, da waren wir zu langsam. Leider. Da haben wir eine Niederlage. Okay, das aber zur Gewinnung. Brummack hat gewonnen mit dem Verbleit-Raketenwerfer. Da sehen wir auch, von den Punkten bin ich Erster im Team, weil ich halt viel Heilung ausgelöst habe, was auch natürlich Punkte bringt. Bisschen XP bekommen, nicht viel, klar, weil wir verloren haben. Und das war schon das erste Metal. Battle. Und jetzt möchte ich euch gerne nochmal kurz Blitz zeigen. Weil Death Metal. Oder Death Match. Boah, was rede ich heute? Death Match, Death Snatch ist einfach nur gegenseitig abschießen, nichts Besonderes dabei. Und Blitz ist. Es werden verschiedene Spawnpunkte jeweils nach und nach auf der Karte angezeigt. Da müssen dann immer alle hinrennen. Und so quasi die Flagge hissen, so wie man es auch zum Beispiel aus Battlefield kennt oder sonstigen Spielen. Und wenn man lange genug da steht, dann bekommt das Team einen Punkt dafür. Und der Gegner kann es nicht vermeiden, indem er selber hinrennt und alle plättet. Und ihr werdet es gleich sehen, ist auf jeden Fall sehr viel Action, weil man muss sich echt sputen, dahin zu laufen. Okay, drücken wir bereit. Hier oben sehen wir die Zeit, die noch verbleibt, um irgendwas abzustimmen. Die Gegner wollen nichts abstimmen. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt Blitz bekommen. Ich kann es auch hier unten nochmal reinschreiben. Blitz, please. Ich weiß nicht, ob sie... Oh. Das ist ja nett. Nette Community hier. Okay, Stimmung. Abstimmung ist beendet. Match beginne 3, 2, 1. Los geht's. Ich hab leider nur dieses. Ich hätte jetzt gerne auch mal die andere Waffe genommen, na egal. Okay, wow, wow, die Gegner sind hier ja gleich.
Und direkt sind wir kaputt. Das ging etwas sehr schnell. Okay, der nächste Point ist activated. Da hinten, Anspruch. Da müssen wir jetzt ganz schnell hinlaufen. Ganz oben in der Mitte seht ihr, die Gegner sind schon da. Das zählt schon runter. Na, da sind wir jetzt zu langsam. Oh, da schaffe ich es noch. Nein, wir waren zu langsam. Man muss sich also ein bisschen im Team aufteilen. Da gerade hier schon so viele sind, werde ich jetzt wegrennen. Da hinten. Und die Gegner sind schon da. Ich hoffe, unsere schaffen es noch. Nein. Ah, okay. Man kann also auch sterben, beziehungsweise runterfallen. Ja, dann müssen wir schneller sein. 2:0 für den Gegner schon. Jetzt aber vielleicht. Leute, lauft, kämpft euch da nicht. Okay, wir haben den Punkt. Sehr schön. Heilung. Okay, ihr seht, wie es abgeht. Es ist natürlich so, dass alle dann dahin rennen zu diesem Punkt. Und dass da immer mega Gemetzel ist. Ist vorprogrammiert. Aber wir kriegen den Punkt. Sehr gut. Okay, dann bleibe ich mal hier hinten. Nimm mal die Schusswaffe. Warte auf den nächsten Punkt. Da. Sehr gut. Und direkt da. Auf der Karte seht ihr die Gegner oben rechts. Und hier müsste gleich irgendwo einer kommen. Da ist einer. Den haben wir. Ich brauche Heilung, Leute. Wo seid ihr? Okay. Im Graben gefallen. Oh mein Gott. Weiter geht's. Na Mist. You have lost a control point. The enemy has 5 captures remaining. Ein bisschen Heilung. New controller point. Okay, hier hinten, schnell. Waffe nachladen. Komm ich da hoch? Ja, sehr gut. Meine Karte, müssen sie von hier kommen, ja. Nachladen. Schießen. Halten. Schießen, sehr gut. Wir haben ihn. Können wir gut verteidigen. Jetzt brauche ich ein bisschen Heilung. Oh, danke. Wow, direkt hier oben. Sehr gut. Erstmal die Schusswaffe. Da kommen welche. Direkt beide erledigt. Das muss unser Punkt sein. Wo ist er? Du springst. Yes. Heilen. Ja, also ich weiß nicht, ob die Bots immer auf den Heiler gehen, aber ich kann es mir zumindest im Spiel gegen echte Spieler vorstellen. Ich kann dann natürlich nicht gegenheilen, ob mich geschossen wird. Boah, dicke Tonne Lauf. Die Heilung durch. Ich muss zum Punkt, sonst kommt der Gegner den Punkt. Bleib stehen. Okay. Waffe nehmen, A nachladen, schießen. Jawohl, den Punkt haben wir. Ein bisschen Heilung hier für euch. Und verteilen. Das ist ganz wichtig immer. Hinten ist der Kontrollpunkt, hinrennen. Da kommt man hier gar nicht vorbei. Doch. Okay. So schnell geht das. Schon wieder gelost den Kontrollpoint. Match is now tied, also unentschieden. Schnell hoch. Wir sind da. Hier kommen Gegner gleich. Wow. Kinder. Ja, also wenn man low ist, bin ich trotzdem der Meinung, man sollte trotzdem zum Kontrollpunkt, um ein paar Sekunden zu vermeiden, noch, dass die Gegner ihn bekommen. Oh, da ist der Kontrollpunkt. Oh, wow.
Lass mich in Ruhe, du Arsch. Ja, mit Heilung sollte ich nicht schießen. Boah. Keine Heilung. Und wieder haben die Enemy, beziehungsweise die Gegner, den Kontrollpunkt. Das sieht nicht gut aus für uns. Und ich wollte mich nochmal nebenbei bedanken für eure ganzen Freundschaftsanfragen. Ich habe auch gestern Nacht noch mit King eine Runde gespielt. Also wie gesagt, Robbe heiße ich da, da könnt ihr mich gerne adden, wir können gerne eine Runde machen, warum nicht? Schön, dass es euch so ein bisschen ankommt hier. Boah, ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn wir ein paar Runden zusammen machen können. Boah. Ja, die Animationen sind immer wieder so herrlich. Okay, muss natürlich immer hier auf Zack sein. Die Gegner haben auch gleich gewonnen. Oh, zack, zack, zack. Ach, wo renne ich hin? Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Kontrollpunkt ist da hinten. Heilwaffen brauche ich nicht. Wir sind da, sehr gut, wir sind da. Die Gegner sind auch da. Sehr gut, Waffe wechseln, nachladen. Den Punkt haben wir, den Punkt haben wir. Sehr gut. Und verteilen. Ach, das ist sehr. Okay, hier kommt man gar nicht weiter. Da hinten ist der Kontrollpunkt. Hin. Schnell. Keine Zeit hier mit Gegnern aufzuhalten. Boah, ist das weit. Und der Gegner ist schon dran, der Gegner ist schon dran. Ich muss vermeiden. Zack. Okay, die Gegner haben ihn bekommen. Wieder eine Niederlage. Das ist ja herrlich hier, gerade in der Aufnahme. Davon lassen wir sich abhalten. Wir sind wieder Erster. Ihr seht, wie viele Punkte. 1700, weil ich wieder so viel Heilung ausgelöst habe. Okay. Vielleicht bleibt noch ganz kurz Zeit, euch den anderen Modi noch zu zeigen. Klicken wir mal schnell weiter. Machen wir mal das. Direkt auf bereit, ansonsten schneide ich eben kurz die Zeit raus. Okay, weiter geht's hier. Zeit ist abgelaufen, wir machen das Snatch. Das zeige ich euch auch mal eben ganz schnell. Ich habe jetzt auch den Raketenwerfer wieder ausgewählt und nicht das Sturmgewehr. Seht's, Gun. 7, 6, 5, 4. Zack, erstmal eine Runde dancen. Okay, also jetzt alles gegen... Mann, was rede ich heute? Natürlich Team gegen Team, aber Deathmatch. So muss ich direkt geladen werden. Achso, ich habe den Raketenwerfer ausgewählt. Die Waffen sind natürlich noch nicht so pralle. Da ist die Flasche. Aufnehmen. Zack, Kill Assist bekommen. Ich habe ihn zwar nicht getötet, aber ein Assist bekommen, weil ich das Teil aufgesammelt habe. Na komm. Ich auf die Waffe nachgeladen werden muss. Raketenwerfer. Jawoll, Retter. Ach, kill denied. Siehst du, das hat der Gegner den bekommen. Also müssen jetzt mal ein bisschen zurück. Nachladen. Raketenwerfer nachladen. Und du schießt auf mich. So, vielleicht war hier hinten jemand. Ja, danke für die Heilung. Danke, 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 danke. Ich werde natürlich kurz stehen, weil es für ihn einfacher ist. Boah. Ja, klar, vor allem mit so einem... Habt ihr das gesehen? Der hat viermal geschossen mit so einem Puls und hat mich direkt getroffen viermal. Und Sack. Also KI sind manchmal echt stark.
Hier ist keiner. Zack, Tonne, springen. Sind die denn alle? Da, jetzt siehst du jetzt einer. Den haben wir. Kill confirmed. Einfach der Karte folgen. Da ist einer. Raketenwerfer. Zack, da haben wir ihn. Schnell das Ding holen. Zack, haben wir gekriegt. Wie sieht's aus? 5-1. Ist doch mal was. Hier oben soll irgendwo einer sein. Da. Zack, da haben wir ihn. Läuft sehr gut für uns. Schnell hin da. Nein. Der hat mein Kill denied und jetzt hat er mich auch noch umgebracht. Okay, Leute. Aber das soll es soweit erstmal gewesen sein mit Loadout, den Spielmodi. Es gibt aber noch andere Spielmodis, die auch noch in der Entwicklung sind. Aber das sind so die drei Spielmodi, die hauptsächlich gespielt werden. Zumindest momentan im Bots, beziehungsweise im Menschenspielmodus gegen Bots. Können wir nochmal ganz kurz... Gegen Menschenspieler, genau, da kannst du auch noch Wettbewerb und ein eigenes Spiel folgt auch bald. Also das Spiel ist auch noch in der Entwicklung. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, addet mich einfach unter Robbe. Und wir sehen uns dann in-game. Macht's gut, Leute. Bye, bye. Ciao, ciao.